Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. In meiner Steam-Liste sind aktuell über 100 Spiele, die ich noch aktuell in dieser Liste gern anschauen möchte. Und ja, gleich zuerst in die Spielauswahl und mal sehen, was für diese Folge heute gespielt werden soll. Und es ist Link Realms. So, das Spiel selber benötigt 358 MB auf der Festplattenspeicher, hat mal wieder eine Lizenzbedingung, die ich zustimmen muss, und es benötigt zum Herunterladen nur 243 MB. Vom Aussehen her erinnert es mich an die Ultima Online mit den Taschen und wo man alles Mögliche irgendwie einsammeln konnte. Und das Spiel befindet sich aktuell im Early Access. Also mal schauen, wie weit es spielbar ist, was da so aktuell die Möglichkeiten sind. Auf jeden Fall ist es eben eher Richtung MMO wieder. Und da ist ja immer spannend, was ich so in der ersten Stunde tatsächlich alles ausprobieren kann, was ich anstellen kann. Und ja, in welchem Zustand die Einführung letztlich ist, wie ich an das Spiel herangeführt werde und welche Mechaniken sich schon mal ausprobieren lassen. Okay, also im Moment läuft das Spiel nur bei mir in einem Fenster. Auch wenn ihr es natürlich in Full HD seht, ist das Spiel eher in so einer ziemlich kleinen Auflösung. Aber auf jeden Fall scheint es eine Steam-Integration soweit zu haben, dass ich hier keinen extra Account anlegen muss. Also rein ins Spiel. PvP oder PvE? Okay, no monster loot rights. Okay, PvP restricted to specific world areas. Also ich möchte lieber ein bisschen entspannt und nicht ständig im Stress sein, dass ich komplett ausgeraubt werde. Auch wenn das, glaube ich, bei Ultima Online auch irgendwie der Fall war. Also mal schauen. Ja. Ein roter Schlafanzug. Kanit. Inkubus, Succubus. Okay, ein bisschen Variation kann ich noch machen. Naja, spielen wir mal einen gemütlichen, was auch immer. Und ich starte schon mal die erste Stunde. Swordsman, Marksman, Spiritualist. Dieb, Invoker, Offense Mage, Mystic. Start with 40 levels in. Mauling, Markmanship. Tja, wenn ich jetzt bloß schon mal eine genauere Vorstellung davon hätte, was diese ganzen Skills letztlich bedeuten würden. Is use of exchange for larger array of strategies. Okay, dann machen wir mal den Spiritor alle Listen. Zaubern. Konstitution. Concentration. Naja, gucken wir mal, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Genau 16 Buchstaben. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall bei mir auch Vollscreen. So, Movement. Your cursor will following Dingsbums. So, und du bist jetzt der Erste. Okay, ich kann noch weiter reinzoomen. Sorcery Spellbook und Spiritualism Scroll. Okay. Guardian of Lore. Welcome to Link Realms. Greetings. To move around, please hold your mouse cursor. Kann ich mich auch irgendwie mit... Ah ja. Okay.
Toggle War Mode. Okay, Peaceful, Play Gesture, Inventory. Closing Menus. You can close all container books on your by right clicking on them. Okay. So, was habe ich da drin? 500 Argens, das sind wahrscheinlich Geld. Eine Burlap Bag. Nochmal für 80, wahrscheinlich irgendwie in Kredenzchen oder sowas. Gut, ein Schwert und ein Stuff. Chatlog, Item Store, World Map. Wir können die in eine Uncharted Location. Ah ja. Und mein Character Window. So, Equipables, kann ich den ausrüsten? Jawohl, Doppelklick reicht. Und der Staff ist auch ausgerüstet. Also beziehungsweise stattdessen dann. Okay. 10 bis 14. Und das Ding hat. Oh, das hat Charges. Das hat überhaupt kein Damage. Ah, okay, das ist offen geblieben. Status. Stärke. Okay, im Moment, warum auch immer ich ein Knochengerippe bin. Sum of the four stats. Is kept at 250 points. 250 points. This limit can be permanently raised by drinking elixirs. Aha. Okay. Stats-Control. Important. The arrow button you have clicked toggles the gain mode for the stats bar. In down or locked mode, you will not gain points for the attribute. Mhm. This functionality gives you more control over your attributes when you reach the combined cap limits. Until then, it's best to leave these in up mode. Aha, das heißt, irgendwie bekomme ich die automatisch. What's in C and its regeneration in number of summons? Combat skill cap bei 700. Hut spiel survival skills, working skills. Okay, Working Skills sind frei. Kochen, Kleidung, untersuchen, Mining, Blacksmithing, Lockpicking. Das sieht dann doch schon mal ganz interessant aus in der Hinsicht. Okay, Constitution. Also in der Hinsicht, dass ich hier einige Werkzeugskills machen kann und wahrscheinlich Klimbim einsammeln kann. Oh, Hiding. Arcane Skills, Zaubern. Genau, die sind ja jetzt schon auf 40. Spiritualismen. Genau, das andere war Constitution und Concentration. Your passive and active Chi Regeneration. Use actively without moving to speed up the regeneration. Okay, das waren. Okay, Combat noch. Gut, da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht gut. Hätte ich mir vielleicht noch einen Combat Skill irgendwie aktivieren sollen, aber nun gut. So, die Ausrüstung. Kann ich das Ding auch irgendwie ausrüsten? Nee, can drop their place in your inventory. Gilde? Keine. Novice Sorcerer? Novice Spiritualist? Index of Awards and Medals. Okay. Jetzt wäre die Frage, okay, was soll ich jetzt machen? Willkommen, du Linkriens. Okay. You have to wait for the server save to be completed before you can do this. Okay, na dann speicher doch mal. Server saved. Okay.
To move around, place your mouse cursor in the intended direction and hold down the right mouse button. Ja, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Warum habe ich da jetzt grün geleuchtet? Achso, ich habe grüne Klamotten an und hier stehe ich irgendwie im Sonnenlicht. It's time for your adventure to begin. Das ist alles. Gut, dann laufen wir einfach mal weiter und gehen eben durch das Portal. Ah ja. Hallo. Open your inventory using the right round button. Then double click a weapon if your choice to equip. Habe ich schon. Press the duct key or click on the peace war button in the middle of the bottom bar. Then double click a spirit and move next to him. Oh, combat mode. You are now in combat mode as indicated by your fight position and mouse cursor. While in combat mode, you may double-click any creature to target it. Once you have selected your target, you must stand close enough to reach it with your attack. Pressing the tab button again, it will toggle out your... Okay. Na dann, Angriff. Double-click. Double-click. Also macht er jetzt Auto-Attack oder was? Du darfst ruhig öfter zugreifen, zuhauen. Ah, okay, jetzt ist der Pfeil aktiv. Gibt es irgendwo XP oder irgendwas? Okay, es gibt nichts einzusammeln und nichts. Also das Creatures fight in Lost Souls, internally bound to fight and never ending war. If you want to proceed to the next chamber, slay one of these restless spirits, then come back and I will give you a reward for reach the portal. Okay. Achso, ja, das heißt, jetzt soll ich ihn erst erledigen. Na komm, jetzt schlag zu. Severin Level 1. Oh. Battle Tactics. Da drüben stand also was, dass ich durchaus was bekomme, wenn auch keine Items oder Krimskrams, aber so zumindest Battle Tactics. Item Store? Nee. Was ist das denn für eine Nummer? Ah, hier war der Charakter. Okay, das war dann noch am Top. Builds und Skills, so Combat Skills 0,9, Severing 1,8. Wäre mal die Frage, wie sich das genau auswirkt. Ob das dann irgendwie 100 Punkte sind, die zu einem so einen Teil führen. Okay, den kann ich verwenden. Speeds up the metabolism of an alcoholic drinks and increase boost your passive and active life regeneration. Okay, 50 life. Is actively without moving to speed up.
Regeneration. Okay. Also gut. So, zu dir da. Den sollte ich wahrscheinlich nicht angreifen. Return the War Guardian and get your Blink Wand to Quest Reward. Eternal War. Click to collect your reward. Yes. Open your inventory and equip your Blink Wand. Move next to the Lava River. The bottom of this room. 20 charges. Click the wand icon that appeared in the left round corner. Das da. It appeared in the left bottom there, then click to the path river to blink next to the portal. Okay. Also einmal über den Lavafluss teleportieren. Reinlaufen kann ich nicht. Gut. Aha. Und jetzt kommt der Magier. Only the dead may pass. Okay, vielleicht sollte ich doch nicht. Walk towards the toxic red smokes and you will face death. Super. Once in the astral plane, you will be able to pass through the iron gate and reach the portal. Use the resurrection shrine in the next room to come back to life. Na prima. Okay, also einmal vergiften lassen. Nochmal. There are two ways to resurrect. Erstens, step upon a resurrection shrine. The candles will be lit in the shrine is active. Und der zweite. Collect several cherubs by walking into them. The moon at the top of the screen shows your progression. Welcher Mond? Astral Angels, avoid parasites. They will suck your life force and increase the number of cherubs required to resurrect. Na super. Your corpse. Important, remember that many resources such as food, drink and arrows remain on your corpse when you die. After you resurrect, you will need to return to your corpse and double click to retrieve your belongings. Na prima. Also, flatter, flatter, flatter. Und weiter geht's. Go-Home-Button. Go-Home-Button? Wo ist denn der Go-Home-Button? Clicking the Home-Button will take you back to where you first joined the game. This button will be available where you have new player status. Wo ist denn dieser komische Button? Also hier soll ich mich jetzt wieder beleben lassen. Gut, und jetzt ist mein Inventory. Nee, das habe ich diesmal behalten. Okay, das heißt, nur andere Krimskrams hätte ich verloren, aber die Sachen bleiben. Auch gut. So, und du? Guardian of Life. A Matter of Life. Well done, you made it to the final test. You are almost ready to leave this limbo, but before that you must learn how to thread your bones. Okay. Talk to my assistant Sexty. He will teach you how to make healing drinks. Oh, and don't worry, he won't try to eat you. Sehr lustig. Talk to the Life Guardian Assistant Sex. Okay, wo steckt der Kerl? Da ist er jedenfalls nicht. Okay, da drüben steckt er. Healthy Tomato Juice. Double-click Ripple Tomat.
Double Click to Harvest. Okay, ich muss aber wieder dicht genug dran sein. You can't reach that, okay. Da wäre es wirklich einfacher, wenn er einfach hinlaufen würde, wenn er schon weiß, dass er es nicht erreichen kann. So viele Tomaten wie nur irgend möglich. Da kann ich auf jeden Fall mehr Sachen. Okay, dann muss ich gar nicht doppelklicken. Doch. Kann ich die Sachen auch ernten? Nee, kann nur die Tomaten ernten. Aber auf jeden Fall wachsen sie schnell nach. Wie viel habe ich denn jetzt davon? 51. Ups. Jetzt habe ich eine gegessen. Ja, aber nur eine. So, was soll ich denn jetzt noch mit dem Ding machen? Double-click a ripple tomato plant to harvest some tomatoes, then juice them using the juicer in your inventory. Was denn für ein Juicer? Ich habe doch noch gar keinen Juicer. Okay, wahrscheinlich bekomme ich den erst, wenn ich... Ah, okay, jetzt habe ich ihn bekommen. Okay, genug Tomaten geerntet. Auf jeden Fall wachsen sie ziemlich schnell nach. Mal gucken, ob das im Spiel nachher auch ist. Oh, 1500 Mal kann ich es nur benutzen. Select an item. Attempt failed. Na super, hätte ich mal mehr kochen lernen sollen. Ah, das sind die Waffensachen. Muss ich ja bei dem anderen bekommen, oder? Ja, gar keine. Okay. Gut, also nochmal. Schon wieder schief gegangen. Wie lange soll ich das denn wiederholen? Und vor allen Dingen, muss ich das echt jedes Mal einzeln anklicken? Also, double click the juicer and target and one of the tomatoes you have invested. Make one tomato juice. Ja, dazu muss das ja wenigstens einmal klappen. Okay, jetzt hat's geklappt. Juhu, einmal Tomato Juice, 5 bis 21. Immerhin ein bisschen mehr, also 15 bis 21. Okay, hier die Tomato Juice. Yes, 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 you did it. Click to collect your reward. Noch mehr Tomaten. Okay, was jetzt? Go, go, master this shiny thing for you. Okay. Also, dass der dann immer noch ein Ausrufezeichen hat, obwohl ich eigentlich da gar nichts mehr zu tun habe. So, und du? Very good. Was hält es helfen? Naja, it's not alle mit item will not drop. If you die, was? Now that you know how to heal yourself and recover from injuries, you are ready for Syndesia. Take this rune, you can use it to leave this place and it will bring you to the city of Riverbank. A quiet, peaceful place, one of the few protected regions where hostile behavior between players is not allowed and items will not drop if you die. Ah, deswegen habe ich die Sachen auch alle behalten. You must cross the bridge to the east if you... There you will find a magical circle and you will be able to activate the rune to open a passage to a riverbank. The rune will work only in the middle of the circle and if you are fully healed. Ah, okay. Dann muss ich noch ein bisschen Tomaten futtern. 45. You must wait before consuming. Okay, wie lange? 49. Ja. Wäre gut, wenn irgendwo stehen würde, wie lange ich da warten soll. Okay, so, voll geheilt. No go. There's a wool world waiting. Ja, dann mal los. Mal schauen, was ich in der Zeit noch finden kann. Ah, da ist diese komische Rune.
You must be inside the magic circle, past the bridge to the east, to use this rune. Okay. Naja, dann guck mich halt nicht an. So. Eton der Alchemist. Okay, der hat eine Aufgabe für mich. A new adventure. Well, you are an adventurer, right? If you are willing to help, I may have a few tasks for you and a lot of coins. Okay, dann her damit. Speak to Johnny, speak to Oliver, speak to Ashton. Okay. Stand in the marketplace. Dann, he works for the Taylor Guild and he loves Gravenstiger. Okay, das sind dann wohl schon die... Ja, da sind schon mal die Foods. So, to make it juicy, double click it. Okay, das haben wir doch schon. So, wie viel will er jetzt haben? Ah, ja, to make... Okay, 10 Tomato Juices, 10 Watermelon und 10 Green Dingsbombs. Gut, dann muss ich ja noch ein paar von den anderen... Ah, hier oben ist jetzt der Home-Button. So, wo sind jetzt die anderen zwei? Habe ich hier irgendwo ein Questbook? Oh. Skeleton Spirit. Sacrifice. Harvest Souls. There were no souls to harvest. Reap the soul of all fallen enemies nearby. The corpses turn grey as you absorb their energy. Okay. Wird es bestimmt Möglichkeiten geben, da später noch mehr zu machen. Gibt es hier sowas wie eine Map? Hotkeys, World Map. Ein bisschen. Na, keine. Achso, das sind neue Pins. Okay, Main Square, Bank, Farm. Und da sind dann auch noch die Leute, mit denen ich sprechen soll. Okay, dann lass dich mich doch mal gucken. Da ist der nächste aufgetaucht. So, available 0 Dollar. Und verkaufen kann ich auch nichts. Wie schalte ich denn in einen Verkauf um? Okay, der hat auch bloß Krimskrams. Aber hier geht es noch weiter nach unten. Der Alchemist. Okay, der spricht nicht mit mir. So, da unten sind noch mehr Ausrufezeichen, wenn ich denn da hinkomme. Ah ja, hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Resurrection Place. Da hinten ist die Graveyard. Guild Character. Purchase a Character. To become master of your own guild. Okay, 1000. Ne. Aktuell noch nicht. Okay, hier kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres durchlaufen. Aber da unten müsste es einen Weg geben. Jetzt sieht alles ein bisschen duster aus. Okay, das sind dann schon Wechsel. Harvesting crops. The easiest way to heal is to consuming food and drink. Until you have a realm,
your own, you can harvest fruits and vegetables at this public farm by double-clicking the plants. Choosing tomatoes is a great way to improve heal and cooking. Ja, genau, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Healing foods, to consume food and drink. Gut. Aber soll ich jetzt da Getreide ernten oder was soll ich da anstellen? Oh, guck mal, eine Schnecke. Garden Snail. Nee. Kann ich die nur angreifen? Attack the Garden Snail. Los, attack the Garden Snail. Serving Battle Tactics. Kann ich mir den Lebensbalken anschauen. Und ich muss dem Vieh selber hinterherlaufen. Ey, warum greifst du das nicht weiter an? Los, hinterher, nicht entkommen lassen. Okay. Kann ich das ganze Zeug nur ernten, wenn ich im Angriffsmodus bin? Ach nee, da steht nur 3 V-Chiefs. Damit liegt du Harvest. Ja, aber wie sammle ich das Zeug ein? Ich kann es nur ernten, aber nicht nur zusammenstellen, aber nicht einsammeln. Nee, oder? Ist doch ein Scherz. Ich muss die manuell einsammeln. Ey. Okay, gibt es dafür irgendwelche Hotkeys? Open bla bla bla. Use tool in hand. Attack mode toggle. Last item use here. Okay. Equip, gesture, last kill, message mode. Use heal, use tool in hand. Nur so Hundkäse. The easiest way to heal is by consuming food and drink. Ja, das hatte ich ja jetzt schon. Und ich will das Ding noch nicht alles einzeln irgendwie einsammeln müssen. Oh, das ist, weil das Inventory offen ist. Mensch, jetzt komm, sammel das Ding doch irgendwie ein. Undrop the place. Oh Mann, es ist umständlich. Da hinten ist noch eine Schlange, noch eine Schnecke. Erledige sie, los, komm schon. Kann ich das irgendwie beschleunigen oder hat er echt so einen langsamen Angriffsdingsbums? You are now in combat mode. Ja, das habe ich schon. Snail Shell. Kann ich doch bestimmt einsammeln.
Okay, das heißt, ich kann das Ding einfach per Drag and Drop irgendwo hinziehen. Ich muss das Ding einfach hier reinschmeißen. Ja. Okay. So, zack, einfach die. Irgendwie ein bisschen umständlich. Ja, du solltest es nicht essen, du solltest es ausquetschen. Jetzt hast du es wieder zugemacht. Also, das Ding einsammeln. Wo sind denn jetzt bitte meine Missions? Real? Ah, okay, das sind die ganzen. Irgendwo habe ich keine Übersicht, was ich eigentlich aktuell für Missionen aktiv habe. So, Melonen. Also ich soll insgesamt 10 Dinger davon herstellen. Und wenn das so oft schief geht, wird es noch eine Weile dauern, bis das klappt. Aber immerhin habe ich 1500 zur Verfügung. Mal gucken, wie teuer das den Ding später wird. Cooking! Das heißt, ich bin irgendwie ein Level aufgestiegen. Hoffe ich jedenfalls. Kann ich ja nochmal in meinem Charakter nachschauen. Skills, Working Skills, Cooking 1,1. Kann ich das eigentlich rausziehen? Naja, lass uns mal an, um zu gucken. Aber Moment, es gab irgendwie einen Shortcut, um den letzten Dings zu wiederholen. Last Item New. Last Item. Ctrl X. So, mal gucken. Ja, dann geht es zumindest ein bisschen schneller, die Sachen einfach zu verwenden. Aber trotzdem soll ich. Okay, das. Ne, Cooking Level 2 schon. Okay, und inzwischen habe ich 2 davon. Naja, das scheint ja für die Tomaten auf jeden Fall schon mal deutlich besser auszureichen. Wie viel habe ich jetzt? 6. So, noch 4. Noch 3. 2. 1. Okay, 11 habe ich jetzt schon. Gut, das reicht. So, jetzt brauche ich noch mehr. Ah, okay, das kann ich direkt hier draußen machen. Dass ich die Wassermelonen direkt zu Saft versuche zu verarbeiten. So, was ist das? Das Wein. Das ist eine Wassermelone. Ah, der erste Wassermelonensaft. Wie viel bringen die? Auch 16 bis 24, also nicht so viel mehr als die anderen. So, davon brauche ich noch 7. Aber ich bin wieder ein Level aufgestiegen, schon 4,4 jetzt. So, mal gucken, wie groß die Reichweite ist. Okay, zu weit weg. So, erfolgreich. So, 7 habe ich jetzt. So, Mister, so wie du.
Okay, du hast auch noch ein Beimenü. Rettungsspielephilosoph. By double-clicking these plans, remember to mind doesn't keep for more than a day. Was? Das Zeug geht nach einem Tag kaputt. Das heißt, es bringt gar nicht so viel, die zu alle zu ernten, wenn die ohnehin nach 24 Stunden wieder hinüber sind. Okay, wieder den da benutzen. So, einen noch. Gut, habe ich auch 10 davon. So, mal gucken, was jetzt hier mit den Sonnenblumen los ist. Okay, da habe ich schon was. So, wie komme ich jetzt da ran? Kann ich hier eigentlich irgendwie... Ja, super, das Ding bleibt genau an der Stelle liegen, wo ich dann nicht rankomme. Okay, jetzt muss ich wieder mit Drag and Drop einsammeln. Ah ja, sobald ich sie schaffe, übereinander zu legen. Aber es ist ja echt unpraktisch, dass ich dann hier die Dinger so schlecht erreichen kann. Ja, das heißt, die ganze Ernte ist da genau sinnlos. Naja, nicht sehr hilfreich. Okay, was gibt es denn jetzt hier eigentlich noch an Farming-Zeug? Ein Gartensnail, ja. Okay, da oben geht es wieder weiter. Now entering Riverbank Farm. Think the Home Button, where you back where you first joined the game. Ja. Gut, das muss ich mir jetzt auch nicht länger anschauen. Gut, hier sind noch mehr Tomaten. Was sind das da? Peanut Bush. Ja, aufessen wollte ich die eigentlich nicht, sondern mitnehmen. Ich nehme mal an, dass ich die Teile auch entsaften kann. Mal gucken. Ne, auf den funktioniert es nicht. Okay, kann ich die auf dem Getreide machen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Ne. Okay, was war jetzt noch der dritte? Ah, da oben. Die Kürbisse waren die dritte. Das dritte, was ich zusammenpressen sollte. Hey, was ist denn das für ein Vieh? Die ist aber ziemlich groß. Ja, hier kann ich auf jeden Fall noch so ein Teil einsammeln. Bringt mir aber auch nichts. Lässt sich auch nicht stapeln. So, dann machen wir hier mal gleich die Entsaftung. Okay. Jetzt hat das einfach aufgegessen. Okay, warum kann ich hier den Entsafter nicht direkt auf dem Ding machen? Oh, ich kann das nicht entsaften. Gut, dann einfach Kürbisse einsammeln. So, wenn ich es auf den Schatten lege, dann ist zumindest so... ...dass die automatisch, oder dass sie halt dann gestapelt werden. Sind das dafür Symbole? Da hinten gibt es auf jeden Fall noch einen Hahn, also auch Farming. Also beziehungsweise, dass ich eben auch irgendwelche Tiere da züchten kann. So, mal gucken, was hier jetzt noch für Leute rumstehen.
mit den Ausrufezeichen. Okay, was seid ihr für Gnome? Mac the Gnome Refugee. Sieht ziemlich klein aus. Alicia is under attack. Greetings. Bla 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 bla. How can I help? You must find the source of Darkling's power and destroy it as soon as possible. If you wish to help us, you should talk to the Mana Bong brothers. They may be a little bit foolish sometimes. Okay. Sind das die hier? Mana Bong. A corrupted balance. Quick, quick, quick. Ba 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 ba. The source of corruption. Da ba ba ba. Und der Dreck Scrolls. You should talk to my brother Tidrik. He knows more than I do. Okay, das war alles. Aber das sind doch alles keine Quests. Also Corrupted Scroll Fragments. Can you believe the darkness? If you were to slay the corrupted creatures and bring me back some of the fragments, I'm sure I'm able to the energy to locate the source of the corruption. Bring mir 20 Corrupted Scroll Fragments. Okay. You have accepted the quest. Gnoming. You should know that the Gnomish Fortune Strolls are extremely powerful. Na gut. Ich schau mal, was ich tun kann und wo ich irgendwas finden kann dazu. Was ist das? Gnome Wizard House. Single Click for Options. Da passiert aber nichts, wenn ich da einmal draufklicke. So, da hinten sind noch ein paar Ausrufezeichen. Aber jetzt gucke ich erstmal zurück zu dem Typen von vorhin. In der Hoffnung, dass ich da jetzt schon irgendwas abgeben kann und nochmal rausfinde, was eigentlich dieses dritte Saftzeug war. Oh, da liegt was rum. Eingesteckt. Hat jemand wahrscheinlich seinen Stab fallen lassen. Keine gute Idee. Let's get juicy. So. Green Grape Juices. Okay, das heißt, Weintrauben muss ich noch irgendwo finden. Ja. Also, wieder raus und Weintrauben geholt. So kann ich wenigstens die Kisten untersuchen. Okay, da draußen gibt es wieder nur Getreide. Oh, ich kann runterspringen. Ah, okay. Jetzt kann ich nur hier im Dings langlaufen. Okay, es geht hier also nicht raus, es geht nur hier vorne raus. Ja, aber ich kann es, glaube ich, auch einfach direkt auf mich ziehen, um es zu ernten. Natürlich blöd, dass ich immer den Amount einstellen muss.
Das wäre natürlich einfacher, wenn ich einfach nur direkt ziehen kann. Ah ja, wenn ich String gedrückt halte, dann geht das andere Fenster auf jeden Fall nicht auf und ich kann es direkt hier reinwerfen. Okay, also ein bisschen komfortabler geht es also durchaus. Da kann ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Sachen ernten. Naja, so war das nicht gemeint. Okay, aber wenn ich das Tool einsetze, dann kann ich das jetzt auch wieder wiederholen. Und es ist auch wieder Cooking. Peanut Butter. Okay, Snakes kann ich nicht machen. Zumindest scheint der Aufstieg relativ schnell zu gehen. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Okay, das ist die letzte. Könnte man natürlich auch einfach mehr auf einmal machen, aber gut. Mal gucken, ob ich dann den Pumpkin auch... Ne, den kann ich nicht hier malen. Gut, genug Getreide gemahlen. Was hier immer noch fehlt... Okay, da ist noch einer. Und da hat jemand anscheinend geerntet, ohne einzusammeln. Ah ja, genau. Gedrückt halten. Alles einsammeln. Läuft da ein Verwirrter herum, der selber nicht weiß, wie er die Sachen einsammeln muss. Oder wer bist du? Joy, der Farmer. Jetzt bleib doch mal stehen. Okay, kann ich auch nur Sachen verkaufen und Geld habe ich immer noch keins. Sehr schön. Okay, was ist denn jetzt hier hinten noch los? Also da ist es nicht. Also wo ist jetzt hier der Übergang wieder zu dem Bereich da oben? Kann ich die anzünden? Okay, also da ist der Übergang. Mal gucken, ob ich jetzt wenigstens noch die Weintrauben finde. Was haben wir da? Jawohl, da sind die Grapes. Und hier kann ich auch Hasen jagen. Und Jack the Rabbit. Also sprechen tust du nicht mit mir. Und dann jage ich dich. Oh, das ging aber schnell. Meat. Nein, nicht. Ja, nicht essen. Futter da nicht alles auf, das nützt mir doch nichts. Okay. Den Hasen selber kann ich nicht bewegen. Ein Korps und da ist jetzt nichts mehr drin. Na gut. Sieht aber komisch aus von innen, der Hase. Also, jetzt mal die ganzen Weintrauben eingesammelt, damit ich dann jetzt nicht verstehe, ich soll Double klicken und trotzdem scheint es immer eher zu sein, dass er dann irgendwie schon dreimal geklickt hat. Und da ist der nächste Hase. Wie viel habe ich? 17.
Das könnte ich doch jetzt einfach mal das alles zusammen benutzen. Schade. Aber immerhin, da ist der erste, 1623. Okay, ist ein bisschen irgendwo dazwischen angelagert. Gut, also wir das ganze Spiel so oft wiederholen, bis ich 10 davon zusammen habe. Ich frage mich, wie erratisch diese Cooking-Punkte sind, weil zwischen 3 und 25 irgendwie, da scheint jede Zahl möglich zu sein. Okay, ein Glas ist es und die Kanne ist, wenn ich mehrere auf jeden Fall gesammelt habe. Und damit habe ich aber auch alle 10 jetzt fertig. Gut, dann bin ich mal gespannt, was ich dafür eine Belohnung für bekomme. So, mal gucken, ob ich da jetzt automatisch hin teleportieren kann. Jawohl. So, ich habe es abgeschlossen. Also, beziehungsweise ich will es jetzt abschließen. Was ist das? Okay, ein bisschen Geld. Okay, davon hatte ich schon 100. Und 50 Orangen. Okay, was willst du jetzt? Gar nichts mehr. Den zweiten Auftrag gibst du mir nicht. Na gut. So, und du hast... Gut, speak to Johnny complete. Speak to Oliver, he worked for the Taylor Guild. The white building next to the marketplace. He's located local grave digger, das heißt, der müsste da unten sein. Okay, dann laufe ich jetzt da noch rein. Da hätte ich wahrscheinlich schon vorher drauf kommen können, dass dann irgendwie da drin noch jemand ist. Ah ja. More backpacks. The manager sent you here. Are you? Of course you will be rewarded when this job is done. Okay. Alright, before talking about crafting, I need you to get some materials. Come back when you have done. Speak to Bill, you can find him in the cow range. Nordwest. Na prima. Okay, und du? Tailoring Contracts. Important, every time a tailoring contract quest is abandoned, you won't be able to ask for a new one for the following 2 hours. Okay. A basic tailoring contract usually requires a small amount of low-level clothes later to item craft. Okay, dann machen wir das jetzt noch nicht, erst wenn ich das andere Zeug habe. Ich frage mich ja nur, ob die dann nach einem Einloggen wieder wieder erneuert werden. Na, ich habe nichts zu reparieren. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zu der Graveyard. You can buy and sell to vendors by single-clicking them to access options. A simple double-click will give you quick access to the buy menu. Ja, und wie wechselt der in Sell? Also der verkauft jedenfalls nichts. Gut, jetzt kann ich zwar die ersten kaufen, aber ich hätte doch vorher auch schon. Okay, wahrscheinlich hatte ich vorher doch gar kein Geld. Okay, aber ich würde auch gerne verkaufen können. Okay, keine Ahnung. So, jetzt erstmal zur Graveyard nach draußen. Um mir auch das noch anzugucken, bevor die Stunde dann eh langsam rum ist. Da drüben steht doch jemand dann irgendwo. Wahrscheinlich auf dem nächsten Screen.
Wahrscheinlich wird es hier schon etwas gefährlicher, wenn da gleich wieder ein neuer Wiederbelebungspunkt ist. So. Hallo. Just leave me alone. Kill 10 haunting spirits. They look like red ghosts and can be found inside the graveyard. To attack a ghost with a weapon, first equip it with a double click. Then click to the peace war button in the UI to enter war mode and double click a grey ghost. A ghost to attack. Okay, was ist das? You have accepted the quest. It's locked. So. So, die Stunde ist jetzt schon mal soweit um, aber ich will jetzt wenigstens noch ein bisschen diese Anfangsmission abschließen. Okay, da haben wir jetzt schon den ersten Haunting Ghost. Okay, der mich auch gleich angreift. Okay, trinken. Okay, 32, 33. Okay, ich sollte weg, lieber verschwinden. Und mir noch mehr Getränke zurechtlegen. Okay, das sieht nicht gut aus. Wie weit verfolgt er mich denn? Gut, hier zumindest nicht. Also jetzt brauche ich erstmal hier ein bisschen mehr von diesen Heilungsgetränken. So. Das kann ich eh wahrscheinlich eher zum Kochen. Ah, Peanut Butter kann auch Leben heilen. Oh, aber anscheinend bekomme ich hier überhaupt keine Cooking Skills mehr. Aber zumindest mal, ja, du solltest es jetzt gar nicht trinken, sondern du solltest es einfach nur hier rüberschieben. So, dann mal gucken, wie viel ich hier mitbekomme. Über Stufe 10 komme ich da wahrscheinlich jetzt so nicht hinaus. Cooking 10, 8, ja. Na schön. Dann hoffe ich mal, dass mir die Flaschen jetzt erstmal reichen, um den einen Geister zu besiegen. Also zumindest hat er... Okay, der ist jetzt hinüber. Okay, also ich heile zumindest auch von alleine, während ich stehe. Gut. Okay, Agents. Und sonst ist hier nichts drin. So, während ich heile, bekomme ich auch wieder Lebenspunkte zurück. Ja, mit zwei Geistern auf einmal ist es schon etwas gefährlich, mit dem bisschen Konstitution bisher. So, aber mal gucken, was da jetzt noch so an Verbesserungen letztlich zustande kommt. 22, 23, Constitution. Oh, das war schon ein bisschen knapp. Hätte ich gleich noch mal was trinken müssen. Aber mal gucken, wie jetzt hier eigentlich die Skills sich soweit entwickeln. Ah, Moment mal. Hunger. Erstmal doch noch mal einen Kürbis. Okay, das heißt, der Hunger geht immer weiter runter. Und mein Durst auch.
So, mal gucken, was passiert, wenn ich das Ding ausrüste und dann mit dem versuche anzugreifen. Also meine Stärke ist schon auf 51 gestiegen. Agility auch auf um 1 gestiegen auf jeden Fall. Wieso hast denn du... Achso, das war noch die Anzeige hier vom Cooking von vorhin. So, dann mal schauen, was ich mit dem anderen Skills anfangen kann, wo ich ja schließlich schon 40 bin. Ist natürlich nur die Frage, wie schafft er da was zu tun? Naja, sieht auch nicht so aus, als würde er da jetzt unbedingt besonders schnell den Geist erledigen. Ah, Questlog. Ich habe meinen Questlog gefunden. Okay, ich glaube, es ist Zeit, die andere Waffe wieder zu verwenden. Da habe ich zumindest den Eindruck, dass er dort, also minus 15, ist auf jeden Fall deutlich besser als das andere. So, jetzt nochmal gucken mit diesem spirituellen Dingsbums, ob ich in der Lage bin, Seelen einzusammeln. Ne, es sind keine Seelen da geblieben. Okay, da kommt der nächste. Also 12 habe ich da jedenfalls als Schaden. Und ich hier so gut wie gar keinen Schaden anrichte. Ich frage mich, wie ich mit diesem Stab noch vernünftig umgehen soll. Precision. Okay, der Server speichert. Ja, Speicher. Ja. Okay, das sind die zwei. Dann mach doch den Dialog nicht zu. Okay, 5 von 10 habe ich erledigt. Und Portal Scrolls habe ich noch keine gefunden. Okay, dann heißt noch 5 Geister. Okay, 30 und das 70. Okay, außer Gold lässt sich, oder außer Geld lässt sich da anscheinend nicht allzu viel finden. Aber immerhin, das ist schon gegenüber den 10, die ich vorhin, gegenüber den 100, die ich vorhin bekommen habe, das ist es ja schon mit 2 Zombies schon 45 zusätzlich zu bekommen. So, ich könnte ja hier nochmal die Spells einsetzen. Klar, wieso nicht? Healing of Wounds, Firebolt. You cannot cast sorcery spells while wielding non-magical weapons. Ah, okay. So, dann... Firebolt. You are out of crossbow bolts. Na super. Was ist denn das für ein Käse? Okay. Was ist das? 2 Sheets of Plain Clothes. Refined Crafting Material. Ja, das heißt, okay, wo ist jetzt mein Belt?
So, steht hier irgendwas? So, ich habe zwar 10.000 Dingsbums, aber... Okay, Fireball, Spell Level, Mana Cost, Casting Time, Range 8, Duration Special, Area of Effect, Targets. Required and consumes a Crossbow Bolt. Super. Macht. Ja. So, das sind die Elemente jeweils. Also Macht kann ich dann auf mich selber anwenden. Sorcery und Accuration. So, Mana geht ein bisschen runter. Und der Stuff hat immer noch alle Charges. Windblast. Jetzt direkt Crush Damage to the Target Base. Okay, dann mal gucken, ob ich damit irgendwie weiterkomme. Kommt die schon zu mir? Okay, minus 6 auf jeden Fall. Oh, jetzt kommen die gleich alle hinterher. Das gefällt mir aber gar nicht. Dann werde ich auf jeden Fall direkt nochmal kämpfen. Okay, die kommen doch nicht alle. Hey, ich bin jetzt schon bei 61. Wie habe ich in meinem... Achso, das ist wahrscheinlich durch das... ja, durch das Mighty ist meine Stärke aktuell gepusht. So, dann brauche ich aber das Spellbook wieder. Burning Touch. Ja, ist ja schon gut. Also Burning Touch bitte. Ist das jetzt schon... The spell can only be casted barehanded. Na super. Sag mir das doch lieber vorher. Zombie Corps. Also barehanded bitte. Empty. You don't have enough senses to cast this spell. Ach Mann. 20 bis 40 Sekunden. Can be only used barehanded while active. It add direct fire damage to any successful unarmed melee hit and chance to burn the opponent. Er equips anything in his hand. Na, super. Toll, sobald ich wieder irgendwas in der Hand habe. Ach, ist das ein Käse. Also, 2. Sourcing Strike. So, mal gucken, ob das funktioniert. Okay, ein paar. Aufladungen sind jetzt schon verbraucht. Okay, das scheint aber jetzt ganz gut funktioniert zu haben. Concentration has been broken. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, die Dinger kann ich nicht verwenden, während die um mich herumlaufen. Also erstmal die Viecher da loswerden und überleben. Okay, einer ist weg.
So, was habe ich hier noch? Vivalda Lightning. Okay. Ah ja, gut, der ist jetzt auch gleich weg. Gut, irgendwas drin. Das heißt, solange die noch so komisch leuchten, ist wahrscheinlich irgendwelches Zeug drin. Ember Skin. Gucken, ob ich den jetzt trotzdem angreifen kann. Oh, das Lightning scheint gut zu funktionieren. Sehr schön. So, das müsste doch jetzt eigentlich für die... Ne, einer fehlt mir noch. So, was haben wir da? Glacial Wind. Schild. So, und mit dem... Naja, dann muss ich jetzt dieses andere Ding eigentlich benutzen. Von wegen Skill Repeat. Lightning. Invocation Level 1. Ich dachte, Invocation hatte ich schon. Oh, nix wie raus hier, damit die anderen nicht da... dazu kommen. Okay, auf jeden Fall haue ich den mit dem Stab durchaus auch schon ganz gut auf den Kopf, wenn er denn funktioniert. So, damit ist wieder eine Quest vervollständigt. Gut, so, dann kann ich jetzt die Quest erstmal abgeben. Ey, der hat das Ding aufgebrochen. Okay, gibt es noch mehr Kohle? Auch wenn nicht angezeigt wird, wie viel. 600. You have not earned the right to loot that. Was hat denn der da hingeschmissen? Ein Royal Shirt. Das heißt, die ersten Klamotten zum Anziehen. Vorher war alles empty. Ice Resistance 6%. Ah, nee, die Chest habe ich schon. Achso, der hat die Hose ausgetauscht. Okay, Stamina Increase 5, Slash Resistant, Pierce Resistant, Crush Resistant, Ice Resistant, 6% Durability. So, und was hatte das Ding? Okay, einiges weniger jedenfalls. Gut. Ah, mit dem Schottenrock siehst du noch merkwürdiger aus. Okay, jetzt ging es darum, noch die nächste Quest, denn Speak to Oliver. Und dazu soll ich jetzt aber erstmal rüber wieder auf die Farm. Na, Moment, das kann ich abkürzen. Einmal nach Hause und dann von da aus in Richtung Norden, wo die Kühe standen. Ich denke mal, das passt dann ganz gut. Was? Das will ich jetzt nicht erzählen, dass ich da nicht durchkomme. Ah, Scherzkeks. So, sie. Gibt es mir K?
keine Rückmeldung. Betonten Goblin Taverne. Okay. Könnte sein, dass der Typ im Keller ist. Okay, da kann ich auch noch ein Zeug kaufen. So unreasonable. Was soll das denn heißen? Oh, jetzt ist die Karte verschwunden. Na super. It's locked. Ja, dann mach doch irgendwas. Potbelly Stove. Da kann ich also Sachen kochen. Ingredientien Dose. Drumstick, Steak, Tortillas, Cornflour, Raw Egg, Brot, Butter, Marmelade, French Toast, Popcorn. Ja, dazu brauche ich auf jeden Fall noch einige Ingredienzien. Ah, hier sind auch so die Erfolgsraten. Missing Ingredients, ja. Aber wenn ich jetzt Kornmehl müsste ich doch eigentlich haben, dann. Will ich dazu noch irgendwas anderes damit anstellen? So, und wer da was seid ihr da unten? Okay, zumindest kann ich mich im Moment noch ganz gut behaupten. Weil ich regeneriere mein Leben auf jeden Fall schneller, als er mich verletzen kann. Jetzt sind sie schon zu zweit. Das ist natürlich mal interessant, die inwieweit ich die Spells eigentlich irgendwo direkt zuordnen kann. Okay, die haben jetzt nichts liegen lassen. Nichts, was ich mitnehmen kann. Jetzt sind schon drei. Boah. Aber zumindest können sie anscheinend nicht wirklich so viel machen, dass sie mir ernsthaft gefährlich werden. Mein Psi.
der nächste. Naja, zumindest funktioniert es damit, einige Skills aufzuleveln. Und die kommen so schnell wieder nach. Es lohnt sich überhaupt nicht, hier unten weiterzumachen. Auf jeden Fall werde ich mit dem Stuff auch langsam immer besser. Aber ich wollte vor allem hier nochmal nachschauen, was jetzt hier eigentlich... Ah, da kann ich Bier brauen. So, Wein pressen, Mehl. Ja gut, aber sonst gibt es hier unten nicht wirklich was Sinnvolles zu tun. Wahrscheinlich kriege ich irgendwo noch meine Mission, dass ich dann mehrere von den Goblins letztlich erledigen soll. So, dann kannst du ja meine Map bitte mal wieder aufmachen. Oh. So, dann lass mich doch meine Kuh melken. Ah, da ist Bill. Howdy, Stranger. To acquire some hides, you need to kill a few cows and loot the hides directly from their corpses. Ah, okay. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass ich die Dinger melken kann, statt sie umzubringen. Drei Brown Cow Hides und drei White. Na dann. Schon ganz ordentlich. Nicht wegrennen. Okay, das sind die weißen Sachen. Viermal frohes Fleisch. Okay, alles verdammt unordentlich in diesem Zeug da. Nee, das ist doch schon ganz ordentlich mit so einem Treffer. Schon die halbe Gesundheit weg. So, die dritte weiße Kuh. Du solltest das Zeug nicht essen, du Trottel. So, und jetzt noch drei braune Kühe.
Okay, die braunen Kühe noch. So, das war's. Und ich bekomme noch mehr davon. Oh, ist vielleicht keine so gute Idee, mein Wissen und mein Dingsbums 2 Minuten lang. Okay, du hast noch was. Okay, to refine raw leather into leather, double click a height stretcher and target any raw height you wish to proceed. Gut, wo ist denn hier hinten so ein Teil? Ach, das Ding ist das. Oh Mann. Na super. Geht das wieder los. Naja, auf jeden Fall geht es auch wieder recht flott, die ersten Level aufzusteigen. Okay, aber das war's. Pieces of Plane Laser. Und ich brauche 10 Stück davon. Na, dann muss ich wohl noch ein paar Kühe erledigen. Okay, jetzt habe ich meine 10 zusammen. Okay, aber jetzt zurück zu Oliver. So, dann kann ich ja jetzt zumindest mir einen Backpack noch erstellen. Double kick the sewing kick and target the leather you wish to use. Okay. So, 500. Simple Backpack. Full Boots. Success Chance 54%. Ja, dann mach doch mal so ein Ding. Super. Sehr schön. Wenn dabei wenigstens nicht immer gleich alles drauf gehen würde. Okay, der erste ist erzeugt. Wo bist du jetzt hin? Okay, mein Simple Backpack
Okay, was bringt der mir? Armor Impair mit 0, Item Carry Bonus plus 5. Okay, das heißt, ich kann dann einfach nur mehr tragen. So haben wir aber nicht gewettet. Okay, auf jeden Fall, das kann ich generell unterwegs machen. So habe ich jetzt eigentlich schon Schuhe. Simple Slivers. Machen wir mal noch ein Cape. Bei einem Cape habe ich aktuell noch keins. Juhu, Talon Level 3. Und damit ist es um 1% gestiegen. Pff. Master 30. Okay, wenn ich Level 30 erreicht habe, dann erstelle ich Master-Items, die wahrscheinlich dann auch unterschiedlich funktionieren. Gloves, habe ich Gloves, Chest, Socks, Short, Shirt, Ring, Wrist. Ich kann jetzt zumindest nicht sehen, dass ich Gloves hätte. Hands empty, das dürfte das wohl sein. Na dann. So, jetzt habe ich sogar die Dinger an. Arm Impairment 4. Okay. Gut, das heißt aber, ich müsste jetzt 10 Stück soll ich herstellen. Ja, mal gucken, wie groß die Chance ist, dass das klappt. Okay, schon mal nicht geklappt. So, das war's. Out of Material. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel Leder ich brauche, nur um dann noch 10 Backpacks herzustellen. Naja, zumindest sehe ich ja schon etwas hübscher aus mit einem Backpack und einem Ding auf dem Rücken. Aber ich werde es dann jetzt hierbei auch bewenden lassen und die Anfangsfest nicht mehr am Wert dort zu machen. Also es ist von der Bedienung eben etwas umständlich. Da wären sicherlich einige Komfortfunktionen angenehmer. Und ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig, einfach wieder so eine Unordnung letztlich zu haben, wie es damals bei Ultima Online halt auch in diesem Rucksack war, weil da irgendwas dann zu finden und zum richtigen Zeitpunkt zu benutzen, ist halt etwas schwierig. Aber nun gut, soweit für diese Folge von Angeschaut und Ausprobiert und ja, viel Spaß beim selber Ausprobieren und Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!